Ich muss jetzt, hallo, guten Morgen, Freunde. Ich muss jetzt mein Handy drehen. Drehen ist nicht möglich. Und das zweite Sturmtief, was wir jetzt haben, heißt Luis. Mit Tornado-Alarm dabei. Aber wir sind von dem Tornado-Alarm nicht betroffen, weil wir nämlich hier schon paar Berge haben. Wir sind von den Tornado-Alarm nicht mehr betroffen worden, aber andere Regionen sind von dem Tornado-Alarm betroffen worden. Also das Orkantief heißt Luis und das ist jetzt erst der Anfang. Ich glaube, später oder morgen soll es richtig losgehen. Jetzt hat der Wind ganz kurz abgeflacht, der Sturm. Und die Vögel fliegen noch draußen wieder rum. Auch der scheint Spaß zu haben. Das ist, glaube ich, der Blaumeise, die da rumkrabbelt. Ist jetzt weggeflogen. Wir bleiben auch nicht lange. Es ist Unmengen Schütten. Jetzt hört man noch ein Rotkehlchen, ich weiß aber nicht, wo der sitzt. Jetzt geht's wieder los. Das war jetzt gerade eine kurze Pause, aber jetzt geht's wieder los. Thank you.
Hört ihr das? What the fuck? Live draußen. Boah. Windböe. Das war eine kurze Pause, wie gesagt, der Sturm hat jetzt wieder angefangen. Das Wörtetief, was wir jetzt haben, ist, wie gesagt, Luis. Ich frage mich mal, was ihr jetzt bei dem Sturm so macht. Am besten zu Hause bleibt oder Fernseher gucken, was weiß ich. Ja, ich wünsche auf jeden Fall euch einen schönen guten Morgen, nochmal einen schönen Samstag. Und seid draußen vorsichtig. Der Sturm beträgt 70, 80 Stundenkilometer. Wenn nicht noch mehr. Das scheint ein bisschen heftiger zu sein als der Sturm Klaus, also Orkantief Klaus, den wir vorgestern hatten. Da sage ich mal auf Wiedersehen. Schönen Tag noch und Gott schütze uns.